Heidelberg, Touristenattraktion an der historischen Alpenbrücke. Festgefahren hat sich am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr erneut ein Lkw-Fahrer auf dem Weg über die Alpenbrücke am Brückenportal. Touristen bestaunen das Geschehen und hatten somit ein neues Fotomotiv gefunden. Unter der tatkräftigen Hilfe der Heidelberger Polizei versuchte man, den Lkw zu befreien. Ja, bereits zum zweiten Mal in dieser Woche hat sich ein Lkw auf der Alpenbrücke festgefahren. Der Lkw kommt aus dem Baustellenbereich im Bereich der L534 hier in Heidelberg und ist verbotenerweise über die alte Brücke gefahren und konnte hier jetzt nicht abbiegen aufgrund der räumlichen Enge hier in der Altstadt. Und momentan sind wir dabei, dem Lkw-Fahrer Hilfe zu leisten, dass er irgendwie seinen Lkw-Zug aus der Altstadt herausfahren kann. Nach rund 2 Stunden schweißtreibender Arbeit, unter Beobachtung vieler fleißig fotografierender Touristen, konnte der Anhänger dann wieder angekuppelt werden. Dann ging es in Millimeterarbeit durch die engen Altstadtgassen, das auch wieder von Zuschauern bestaunt wurde. Ich finde es klasse. Das ist nämlich schon der zweite. Und das ist nicht ganz normal. Das könnte ja die Arbeiter darüber sagen. Diesen Tag werden wohl weder die Heidelberger Touristen noch der sichtlich genervte Lkw-Fahrer so schnell vergessen. Man darf gespannt sein, wann das nächste Fotomotiv bereitsteht.